wir uns die Frage, was genau die Wahlbürger Gedanken machen, wie man sich auf die erste Wahl informiert. Ich sitze auf einem ganz speziellen Platz. Wir sind hier in der Innsbrucker Fußgängerzone und befragen nun den 10. Landtag. Herzlich willkommen bei uns in dem Film. Wir sind die C-Klasse von der Polly Wiptol. Wir sind die 1A Barkrib aus Sams. Hallo, wir sind die BTS Embach und wir sind heute zum Besuch im Landhaus Innsbruck. Wir waren heute im Tiroler Landtag und haben uns mit verschiedenen Themen beschäftigt. Wir machen einen Film über die Europäische Union und den Landtag. Zu Gast hatten wir auch 2 Abgeordnete. Viel Spaß! Film ab! Herzlich willkommen. Hinter mir sehen Sie den Landtag, wo Abgeordnete Gesetze beschließen. Und wie kommen die Abgeordneten hinein? Durch uns. Sie werden gewählt. Und in Österreich sogar schon ab 16 Jahren. Dies ist eine europäische Besonderheit. Und deswegen macht Mathis nun eine kleine Umfrage dazu. Hallo, wählen ab 16. Was halten Sie davon? Ich finde das eigentlich gut, weil die Bevölkerung ja immer älter wird. Und ansonsten bestimmen dann nur noch die Alten. Ich finde, bundesweit ist 16 Jahre zu jung. Und europaweit natürlich auch. Landesweit finde ich es gut. Wie Sie sehen, gehen die Meinungen weit auseinander. Wir sind der Meinung, dass auch junge Leute mitbestimmen sollten, da es auch sie betrifft. Wie haben Sie sich auf Ihre erste Wahl vorbereitet? Also ich habe viel Fernsehen geschaut, Radio auch gehört und Zeitung gelesen. Ich denke, das ist das Beste, was man machen kann. Und heutzutage kann man sich ja sowieso im Internet immer super über die Wahlprogramme informieren. Aber am wichtigsten ist, selber eine Meinung zu haben und sich dafür zu interessieren. Und das ist auch von Wahl zu Wahl einfacher. Was ist jetzt eigentlich die Gewaltentrennung? Es gibt insgesamt 3 Gewalten. Die erste Gewalt ist die Gesetzgebung. Die zweite Gewalt besteht aus Landesregierung und Verwaltung. Die dritte Gewalt ist die Gerichtsbarkeit. Wir befinden uns hier im Landtagssitzungssaal von Tirol. Hier sitzen alle 36 Abgeordnete, die alle 5 Jahre neu gewählt werden. Und das ist das Präsidium, der Mittelpunkt des Landtagssitzungssaals. Das ist Lena. Lena ist Abgeordnete im Tiroler Landtag. Hier stimmt sie über die Gesetze ab. Es gibt 36 Lenas im Tiroler Landtag. Nach einer Landtagswahl eröffnet die Partei mit den meisten Stimmen mit den anderen Parteien Verhandlungen über die Bildung einer Landesregierung. Die Regierung steht an der Spitze der Verwaltung und kann Vorschläge für neue Gesetze machen. Außerdem treffen sie sich wöchentlich und diskutieren über verschiedene Themen. Und wir holen uns jetzt noch 2 Politiker vors Mikrofon. Guten Tag, liebe Mitschauer. Herzlich willkommen zu unserem Interview. Nun habe ich ein paar Fragen für Sie. Das Thema ist jetzt speziell der Europäische Gerichtshof. Wie kann ich mitbestimmen? Dürfen Frauen genauso mitbestimmen wie Männer? Kann sich das Volk direkt in die Gesetzgebung einmischen? Und warum sind Gesetze eigentlich wichtig? Dann hätte ich nur eine zweite Frage an Sie. Was hat sich für Sie nach dem EU-Beitritt geändert? Vielen Dank für Ihr Interview. Das ist die EU. Die EU besteht aus vielen Ländern und in diesen Ländern gibt es viele Regionen, wie zum Beispiel Tirol. Aber was kann die EU für ein Land wie Tirol eigentlich tun? Zum Beispiel gibt es EU-Regionalförderungen. So gibt die EU für Regionen bestimmtes Geld her. Wir erklären euch jetzt, wie das Subsidiaritätsprinzip funktioniert. Auf der Europaebene werden Gesetze gemacht, die für ganz Europa gelten. Dann gibt es noch die Landesebene, in unserem Fall Tirol. Ja, das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass man Probleme am besten im kleinstmöglichen Kreis lösen soll. Das heißt, die EU soll erst dann auf eine untere Ebene eingreifen, wenn diese das Problem nicht eigenhändig lösen kann. Wie kann man in der EU mitbestimmen? Selbstverständlich gibt es die Wahlen. Dabei wählt man das Europaparlament. Man kann auch selber Politiker werden. Wenn man seine Meinung sagen will, dann kann man zu einer Demonstration gehen. Es gibt auch die Europäische Bürgerinitiative. Für so eine Initiative sind 1 Million Unterstützer notwendig.
Diese müssen mindestens aus 7 Mitgliedstaaten sein. Danke, das war unser Film. Ich hoffe, es hat euch viel gelernt und es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.